Also, wir fangen. Ich habe mir jetzt etwas aufgefallen, was ich super unhöflich fand. Immer wenn du hier warst, habe ich dich gezwungen, auf einen Stuhl dich zu setzen, den ich vorher ausgewählt habe, ohne überhaupt dich daran mit entscheiden zu lassen. Das ist mir auch noch sehr ungut in Erinnerung. Ja, total. Und ich dachte, bevor du jetzt wieder so stinkesauer wie letztes Mal rausgehst, habe ich jetzt was ausgedacht. Und das machen wir jetzt direkt. Und das heißt, bequeme Fragen auf unbequemen Stühlen. So, guck mal diese Stühle an. Das sind ja wohl ein paar verrückte Stühle hier. Wenn ihr sehen wollt, wie Florian David Fitz auf allen Stühlen sitzt, dann, dann müsst ihr dranbleiben, denn wir machen eine ganz kurze Pause. Und dann geht's weiter bei Late Night Berlin. Da sind wir wieder zurück bei Late Night Berlin. Hallöchen. Und bei mir ist heute Florian David Fitz. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder da bist. Du gehörst dazu, zu all unseren Shows. Und wenn du nicht ab und zu mal kommst, dann fragen wir uns, was ist los. Und dann, ja, dann schaust du dir die Stühle an, dann weißt du. So, und dann genau, dann, das sind jetzt die Stühle. Also, es sind bequeme Fragen auf unbequemen Stühlen. Du kannst dir jetzt auch so, möchtest du eine unbequeme Frage bekommen, dann kannst du dich auf einen bequemen Stuhl setzen. Oder möchtest du eine bequeme Frage, die musst du aber praktisch empfangen auf einem sehr unbequemen Stuhl. Du hast es also selber in der Hand, wie meine Fragen auch werden. Sehr bequeme oder sehr unbequeme Fragen? Also pass auf, ich finde das ja die Challenge für heute. Diese ganzen unbequemen Stühle sehen ja so gut aus, dass wir ganz schnell ganz viele unbequeme Stühle machen. Ja. Du musst da ganz schnell bequeme Fragen stellen. Ja. Hast du genügend? Ja, weiß ich nicht so genau. Ja, 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 doch, ja, habe ich, natürlich. Okay. So, also. Ist auf allen drei kannst du machen, so, oder ungefähr. Dann wollen wir weitermachen mit den unbequemen Fragen. Ist auf dem schon mal jemand gesessen? Ja, wie gesagt, Marius Müller-Westernhagen saß ja da, glaube ich, drauf. Auf dem da? Weiß es könnte sein, dass noch ein Ei von ihm da dran hängt. Ja? Oder ist das hier? Also, nee, ja, könnte auch da gewesen sein, weiß ich nicht genau. Okay, also pass auf. Ja. So, setz dich doch da auf den Campingstuhl, das ist schön. Okay, ich fange an mit dem ersten. So, der geht. So, alles klar. Florian, du bist eine bequeme der Frage. Der zählt als bequemer Stuhl, oder? Du bist nicht weniger als Deutschlands facettenreichster Schauspieler. Doch all deine Facetten haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind wunderschön. Ah. Nicht umsonst nennt man dich auch den deutschen Ryan Gosling. Ah. Porenfreie Haut, ein gestählter Körper und, das fällt mir als Friseur natürlich sofort auf, geradezu obszön, fluffig, weiches Haar. So viel Schönheit kommt nicht von irgendwo. Deshalb erlaube ich mir die Frage, wie sieht deine Morgenroutine aus? Wenn ich mich aus meinem Glassack mit Formaldehyd erhebe, brauche ich nur eine kurze Dusche und ein Glas grünen Tee und schon bin ich bereit. Sehr gut. Vielen Dank für diese fantastische Antwort. Dankeschön. Ja. Such dir gerne einen neuen Stuhl aus. Komm wahrscheinlich. Pass mir. Danke. So. Das ist offenbar ein. Oh nee, das geht nicht. Also, du hast schon in zahlreichen Meilensteinen der deutschen Filmgeschichte mitgewirkt. Hey. Vincent will mehr, ja. Der Vorname, toll. Mädchen, Mädchen 2, Lauf der Liebe. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, mit deiner Netflix-Serie Das Signal, die am 7. März weltweit exklusiv bei Netflix erscheint, setzt du nun einmal mehr neue Maßstäbe. Bitte sag uns, Florian, was hat dich zu diesem Jahrhundertwerk inspiriert? Die Idee kommt gar nicht von mir, die Idee kommt von ganz tollen Leuten, die sich das ausgedacht haben. Mhm. Und ich bin sehr glücklich, mal was für Netflix zu machen, was ein anderes Genre ist als die Kinofilme. Ah ja, okay. Deswegen bin ich ja sehr happy. So, jetzt setze ich mal auf einen bequemen Stuhl. So. Oh. Es fühlt sich an wie Jakob. Wenn ich das Hemd aus hab. Ich würde sagen, das machen wir. Wir scheren zum Anfang der Saison, scheren wir Jakob. Also immer, weil er im Sommer immer sonst so schwitzt. Ja? Das heißt, wir machen ihn einmal komplett blank. Und daraus machen wir dann Socken fürs Team. Die haben die heute Morgen bekommen. Und das Team weiß, die haben wirklich Socken bekommen, oder? Überprüft noch mal. Die zieht ihr jetzt aus. Erfolgreiche Schauspieler wie du genießen das Leben ohnehin in vollen Zügen. Trotzdem gilt natürlich, when life gives you lemons, du weißt schon. Wann hast du deinen Promi-Bonus zuletzt schamlos ausgenutzt? Also was würde Florian nie machen?
Bin ich mir unsicher. Also jetzt mal ganz ehrlich, also die Frage ist, wie macht man das? Ich habe mich das wirklich schon manchmal gefragt, wie kann man den Promi-Bonus dann wirklich ausnutzen, wenn du im Restaurant anrufst? Rufst du an und sagst, ich bin XY, ich bin Ryan Gosling. Du musst schon so prominent sein, dass die deinen Namen kennen. Ja. Genau, ja. Das ist nämlich dann die Situation, dass sie sagen, hey, was? Ja, warum sagst du deinen Namen? Was willst du? Ja. Aber tatsächlich, ich glaube, ich habe auch mehrmals einen Promi-Malus gehabt. Immer bei der Stadt, komischerweise. Wenn man Personalausweis dauert es immer doppelt so lange. Ja, das kenne ich auch. Aber ich habe einmal einen Promi-Bonus bekommen und das war an der Ampel in München, witzigerweise. Und ich bin bei Rot über die Ampel gefahren, ich kriege jetzt so viel. Mit dem Auto? So viel Ärger. Nein, mit dem Fahrrad. Ah, ja. Ich habe mich umgeschaut, es war nur ein Auto dort, ich bin losgefahren und es waren Zivilbullen. Das ist in München ein heftiges Ding. So. Aber es waren natürlich Zivilbullen, haben mich angehalten. Ja. Und dann haben sie mich erkannt und dann haben sie angefangen, sich mit mir zu unterhalten. Und ich habe natürlich mitgespielt, weil ich dachte, vielleicht vergessen sie, dass ich bei Rot über die Ampel gefahren bin. Und sie haben mich tatsächlich fahren lassen. Ah, okay. Das ist nicht okay. Aber ich bin... Das ist überhaupt nicht okay, das stimmt. Aber ich habe nichts gesagt. Ja. Was auch nachvollziehbar ist. Warum denn auch? So. Ja, das stimmt. Ja, manchmal kann man das Gespräch einfach übernehmen, ne? Ja, Ich habe auch gesagt, ja, ey, natürlich, sorry. Ich bin einfach, ich habe auch jetzt nicht gesagt, ich habe es gar nicht gesehen, sondern ich habe gesagt, ja, ich bin einfach bei Rot drüber gefahren. Wir beiden hier, ne? So, ja. Genau. Okay. Bequem oder unbequem? Bequemer Stuhl, unbequeme Frage, richtig? Ja. So. Wir checken, dass alle wissen, worum es geht hier. So. Du bist, lieber Florian, du bist ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Fast jeder deiner Filme ist ein Kassenschlager. Aber nicht bei allen Promis läuft es so gut wie bei dir. Welchem Promi hast du vergessen zu antworten, als die Person dir geschrieben hat, ob sie mal in einem deiner Filme mitspielen kann? Oh. Vergessen. Einfach vergessen zu antworten. Kann ja mal passieren. Gar nicht absichtlich. Also, es ist ja meistens eher so, dass die Leute dich ansprechen auf irgendwelchen Veranstaltungen und es ist meistens wirklich super nett. Die sagen ja dann auch, die schleichen sich nicht blöd ran, sondern sagen, ich mag deine Filme und vielleicht, wenn du mal irgendwas hast. Und ich habe tatsächlich immer, wenn dann geantwortet, aber ich habe tatsächlich, es hat noch nie jemand mitgespielt. Deswegen. Aber es liegt nicht daran, dass die Leute nicht toll waren, sondern es liegt daran, dass du natürlich schreibst, was du gerade brauchst. Und das passt nicht jeder. Tut mir leid. Ja. Ich habe auch wenig Zeit. ich bedanke mich dafür und ich hoffe, dass dir das hier Spaß gemacht hat. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Dass du hier mal auf diesen Stühlen sitzen durftest. Wir sehen uns gleich da vorne wieder auf dem normalen Sofa. Das war Bequeme Fragen auf unbequemen Stühlen. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, das ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss jeder selber wissen.